So, another one. 5 Fragen an, ich würde mal sagen, an meinen Bruder. Ja. An Jens-Heinrich Klaassen. Jens-Heinrich. Ja. Benni. Du bist ja sehr lange schon Single. Mhm. Was muss denn eine Frau für dich haben, damit du sagst, mit der gehe ich erst? Das muss eine Frau sein. Obwohl, es ist mir eigentlich auch egal, ehrlich gesagt. Mhm. Also Mann oder Frau. Okay. Was ist bei dir der Punkt, wo du sagst, hey, da kann man einfach nicht drüber hinwegsehen, das ist schon attraktiv auch? Verstehe die Frage nicht. Was für ein Auto fährst du? BMW. Warte, warte. Ich fahr BMW. Okay. Hier. Ja? Ich fahr BMW. Mhm. Ja. Weil ich sehr, sehr reich bin. Okay. Sehr. Hat jetzt jemand Interesse? Wir haben ja noch 2 Fragen. Oh, noch 2 Fragen. Denn uns interessiert natürlich, Jens-Heinrich, wenn du jetzt einer Frau ein Präsent machen würdest zum Valentinstag, was gehört für dich überhaupt nicht in die Einkaufstüte? Ich würde, glaube ich, keine Blumen schenken, weil das, ich würde lieber was Ausgefalleneres schenken. Dann würde mir aber auch nichts einfallen. Vielleicht ein BMW. Okay. Finanziell wäre es überhaupt kein Problem. Okay. Geld ist genug da. Okay. Ja. Wann hast du dich das letzte Mal selber befriedigt? Gestern Nacht. In Cuxhaven. Das war mit einer Freude. Das hat aber auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Hotelzimmer war so scheiße. Ich dachte, das muss ich mir jetzt irgendwie schön machen. Und dann also es war nicht scheiße, es war sehr klein. Und dachte, okay, ich mache mir die Welt ein bisschen größer. Ja. Ach, Jens-Heinrich, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Letzte gerne, Frage an dich. Was verbindest du denn persönlich mit dem Gefühl, auf der Bühne zu stehen? Glück. Mhm. Da kann ich auch nichts Lustiges zu sagen. Okay. Das ist wirklich Glück. Okay. Dann beenden wir das so, wir tüten das ein. Du, ja? du küsst doch eigentlich immer alle noch. Lisa Feller hast du geküsst, aber das habe ich genau gesehen. Ja, Lisa, merkst du was? Ich wohne auch in Münster. Ja. Komm. Der schönste Tag meines Lebens.